Hallo Leute, da sind wir auch schon wieder und direkt ins Geschehen geplatzt hier. Ich sitze ja hier immer noch irgendwie ein bisschen am Rechner rum. Ich habe ein paar kleine, feine Änderungen in den Optionen vorgenommen. Möchte ich euch wenigstens mal kurz zeigen. Und zwar habe ich das Selbstständigkeitslevel auf 0 gedreht, wurde mir so empfohlen, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Und ich habe die Alterung irgendwo noch abgeschaltet. Ich weiß jetzt gar nicht mehr wo. Ah ja, Alterung deaktivieren, aktivieren habe ich rausgenommen. Einfach aus dem Grund, dass ich halt nicht zwingend altern möchte, erstmal zumindest, weil wir werden schon so lange genug brauchen und das wäre echt schade, wenn wir denn so quasi einfach wegaltern. Und dann fällt uns hier noch, glaube ich, so ein kleiner, blöder Mülleimer. So. Und ich würde sagen, um erstmal überhaupt ein bisschen was zu machen, starten wir mal hier ins Spiel. Gehen wir in den Live-Modus, lassen ihn mal loslaufen und ich würde sagen, wie wär's, wenn du mal kochen liest? So. In der Zeit können wir ja mal hier seine Optionen einstellen. Also wie man hier sehen kann, ich weiß, für alle, die Sims schon kennen, das ist völlig normal, aber ich sag's trotzdem, haben wir hier diverse Balken, die uns gerade den Status des Sims anzeigen. Hier ist so seine Laune. Momentan ist er noch sehr glücklich, das wird sich schnell ändern. Glaub mir, das wird sich sehr schnell ändern. So, jetzt setzt er sich hier gemütlich auf die Couch und liest erstmal ein Büchlein und damit wir nicht so lange warten müssen. Klick. So. Und er liest und liest und liest und liest und liest. Ich hoffe, er lernt jetzt ein bisschen was dabei. Oh, was ist der hier draußen gerade rumgedüst? So schnell kann so ein Tag vorbeigehen. Oh oh. Was haben wir da für Wünsche gerade? Kontakt zu übernatürlichen Wesen knüpfen. Ja, vielleicht ein bisschen später. Was haben wir noch Schönes? Ein Objekt kaufen, Schaukelstuhl. 400 Zufriedenheit auf Lebenszeit. Was kostet denn ein Schaukelstuhl? Wohnzimmer. Stühle. Ein Schaukelstuhl. Entspann-O-Schaukel. Schaukler. Mhm. Ist ihm eigentlich egal, was für ein Schaukelstuhl wir ihm kaufen? Professor Schaukelstuhl. Cool. Wie sieht denn der aus? Warum möchtest du einen Schaukelstuhl? Sag's mir mal bitte. 350. Ja, komm. Wenn's dich glücklich macht. Kriegst den Schaukelstuhl. Komm. Ach so. Verdammt. Verdammt! Ich hab den Wunsch vorher nicht angenommen. Uhu. Okay, er will Schach spielen, das kriegen wir bestimmt auch irgendwie hin. Fähigkeit, Geschicklichkeit lernen, ja, das kriegen wir auch hin. Komm, nehmen wir erstmal alles an. Ja, wir haben doch einen Schaukelstuhl gekauft. Hier ist der Schaukelstuhl. Achso, er möchte ihn benutzen. Naja, wenigstens das gibt uns dann noch ein paar Punkte. Okay, das muss ich mir auf jeden Fall aneignen, dass ich vorher die Wünsche rausziehen muss. Und wir lassen ihn mal kurz ein bisschen vorlaufen, bis er hier mal seinen ersten Kochenpunkt erlernt hat. Yay. So, jetzt darfst du aufhören zu lesen und darfst mal ganz kurz den Schaukelstuhl benutzen. Einfach mal, hallo, schaukeln. Darauf kann man ein Nickerchen machen, ist ja cool. Ein Buch über Kochen kaufen, ja, das kriegen wir auch noch hin, aber jetzt erstmal nicht, erstmal so ein bisschen. Bist jetzt glücklich? Na? Na? Wann kriege ich hier Bonus? Genug benutzt? Ja, ich beeinflusse die Zeit ja schon die ganze Zeit. Ach Mensch. Auf jeden Fall hat er Spaß beim Schaukeln. Und er muss pinkeln. So, dann lassen wir immer den Schaukelstuhl benutzen und ich würde sagen, wir schauen mal in den Kühlschrank. Klack, nehmen uns die hier raus, weil wir brauchen für unseren Job ja hier Gartenarbeit. Und da wir schnell vorankommen wollen, würde ich sagen, pflanzen wir die mal an. So. Jetzt kannst du noch ein bisschen Schaukelstuhl benutzen und danach dann dich freuen. Ich weiß gar nicht, wie lange er, wenn er jetzt keinen freien Willen hat, ob ich ihm das unterbrechen muss hier. Oder ob er sich jetzt hier einfach, keine Ahnung. Irgendwann ist ihm das Schaukeln vielleicht auch zu viel. Sieht auch total entspannt aus. Du siehst irgendwie ein bisschen paranoid aus, mein Freund. Okay. Wir haben 100 Punkte auf Lebenszeitbelohnungen gekriegt. Yay!
Wir hätten 400 haben können, wenn ich den Wunsch früher reingezogen hätte. Verdammt. Ach so, man kann hier auch durchblättern, sehe ich gerade. Insgesamt 3 Bücher lesen, okay. Ein Kurs in der Fähigkeit Geschicklichkeit belegen, mhm. Und ein Buch über Kochen kaufen, okay, das sind momentan. Und dann die hier unten sind, Kontakt zu übernatürlichen Wesen, Schach spielen und... Kontakt zu übernatürlichen Wesen, ich weiß noch nicht, wie ich das anstellen soll. So. Kann ich jetzt irgendwas machen mit dem Kopfsalat? Nicht doch wegwerfen. Oder war es das jetzt mit der Fähigkeit erstmal? Okay. Dann können wir anscheinend nichts machen. So, denn renn mal. Sims müssen nach wie vor auf ihre Grundbedürfnisse achten. Sinkt bla bla bla. Klar. Später vielleicht. Später. 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 Nein. Raus. So. Benutzt mal die Toilette bitte. Lass mal hier ein bisschen vorlaufen. Ja, sag mal, pinkelst du im Stehen, mein Freund? Wenn das die Frauen sehen, es gibt nur... Ah, gut, gut, dass es unsere Wohnung ist, würde ich sagen. So, okay. Play. Ich weiß, dass sich die Zeit bleibt. Ich glaube, ich sollte da mal auf nie drücken. So, was ist denn momentan Hunger? Wollen wir uns mal was kochen? Ist schon Abend? Okay. Dann würde ich sagen, Abendessen essen. Macaroni mit Käse. Ja, komm. Kriegst du das hin? Kriegst du das gebacken? Oder eher nicht so? Ich tippe mal auf eher nicht so. Koch mal eine Runde. Ist ja echt schon eine lustige Sache. So, was haben wir denn noch hier? Ah, ja. Okay. Er verbessert jetzt die Fähigkeit. Koch. Wir haben jetzt bis jetzt nur Kochen. Auf Stufe 1 maximales Level ist, keine Ahnung, 10 oder so. Das wird bestimmt nicht gut gehen. Ui. Ach, wir haben noch keinen... Naja, ist am Computer, ist okay. Ich hoffe, es schmeckt dir. Normale Qualität. Also er hat es Tatsache geschafft, was Vernünftiges zu kochen. Ich bin begeistert. Und langsam wird es auch abends. Spaß geht in den Keller. Energie ist auch relativ weit unten. Der Handrang, das geht so. Okay, dann iss mal auf. Ich sollte vielleicht lernen, das mit den Tasten hier zu steuern. Pass mal auf. Gar nicht erst hier aufräumen, bitte. Dankeschön. Danach würde ich sagen... Oh Gott. Ein Computerspiel spielen, um ein bisschen den Spaß hochzutreiben. So, mal gucken, wie es denn mit der Zeit aussieht. Ja. Was spielt er denn da Schönes? Das sieht mir doch arg nach Football aus. Okay. So, sein Spaß scheint wirklich massiv in die Höhe zu gehen. Das ist sehr schön. Wir warten jetzt, bis der oben ist, damit seine Launeleiste schön weit oben ist. Eine schöne Zeit haben. So, dann fehlt mir auch irgendwie noch eine Dusche, aber ich denke mal, das wird geldtechnisch nicht so ganz drin sein. So. Bad nehmen. Kannst jetzt aufhören zu spielen, bitte. Ja. Ja, los, mein Freund. Ab ins Bad und danach schlafen. Wir wollen ja morgen für den ersten Arbeitstag fit sein. Was ist los? Es ist dunkel. Ach so, weil wir noch kein Licht hier drin haben. Ja, ist leider noch etwas dunkel. Geh mal baden, komm. Hau mal rein. Es ist schon echt, also die Tage sind doch relativ kurz, wenn man was lernt. Wenn ich jetzt überlege, ich habe ein Buch gelesen gerade mal. Das könnte ein wenig dauern. Kein Wunder, dass ich Altern deaktiviert habe. Ne, wa? So, Hygiene geht hoch, die sozialen Kontakte gehen ein bisschen runter. Ja, du kannst denn gleich nochmal pinkeln gehen. Aber du kannst doch nicht schon wieder Hunger kriegen hier. Ach nee, komm, geh schlafen, genau. So. Theoretisch, wenn er schläft, müsste die Zeit ja sowieso schnell vergehen. Bis die Energie wieder komplett oben ist, würde ich gern pennen. Das wäre super. Ich glaube, um 8 kommt der Wagen uns abholen. Das heißt, wir haben noch mehr als genug Zeit. Schlafen bis vollkommen ausgeruht. Um 5 Uhr. Na, dann hau mal rein. Sehr hohe Geschwindigkeit, so. Oh, 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 oh. Was ist denn jetzt los? Wach mal auf. Wach mal auf. Rucksack.
Telefon. Polizei rufen. Sofort. Du hast mir gerade den Schaukelstuhl geklaut. Queedev in the Fox Girl. Ist es, habe ich gerade einen Außerirdischen kennengelernt? So, ich hoffe, die Polizei ist schnell gut. Yes, sir, da ist die Polizei. Kommen Sie rein. So. Ist ja lustig, da werden wir gleich in der ersten Nacht überfallen. Ich glaub's ja, wir brauchen eine Alarmanlage. Dringend. Aber ich würde sagen, ich kenne das Geräusch. Hallo, du sollst ihn festnehmen. Ach, danke schön, dass du findest, dass ich okay bin. Ja, und jetzt hast du... Wie sieht meine Energie aus? Naja, trotzdem bitte ich dich zu gehen. Sei mir nicht böse, aber... Wenn, dann gilt es auch als übernatürliches Wesen hier, dieser komische... Typi hier draußen? Es leckt trotzdem noch. Hallo. Nach drinnen einladen. Komm. Komm noch mal rein. Du bist doch bestimmt ein übernatürliches Wesen, oder? Bist ein Alien oder so. Lachst du dich gerade kaputt über mich? Juhu. Na komm rein. Mir ist nämlich kalt hier draußen. Mann, erste Nacht und dann gleich ein Außerirdischer und ein Dieb vor der Tür und wir haben keinen Schaukelstuhl mehr. Toll. Warum hat die Polizei den eigentlich nicht festgehalten? Später. Oh, das ist ja nett, dass du das freundlich über Diebstahl reden. Du siehst mir ja sehr außerirdisch aus. Ziemlich grün. Okay, freundlich, nee, kennenlernen. Ein Außerirdischer, meine Güte. Aha. Ich muss jetzt nach Hause? Wo ist denn dein Zuhause? Okay. Jo, Party. Minus 15 Laune, weil mir mein Krempel weggenommen wurde. Super Ding. Okay, dann leg dich mal jetzt nochmal ins Bett. Schlaf mal den Rest der Nacht noch. Oh Mann. Bis um 7 jetzt schon? Das geht aber eigentlich gar nicht. Hat es wieder viel zu viel Zeit gekostet, hier der blöde Diebstahl in der Nacht. Mal gucken, ob wir das morgen noch alles packen, wenn er dann wieder topfit ist. So, okay. Einmal aufwachen, bitte! So, dann musst du auf Klo, so wie es aussieht. Und dann musst du Frühstück essen. Pfannkuchen, komm. Pfannkuchen kriegst du auch gebacken. Ist doch kein Problem. Irgendwie, ich dachte immer, es wäre zwischendurch auch noch Musik bei den Sims. So dauerhaft, aber... Ja, und schon wieder pinkelt er im Stehen. Meine Güte. Yep, Fahrgemeinschaft in etwa einer Stunde. Weiß ich Bescheid, danke für die Info. Also um 8. Dann hoffen wir mal, dass er seine Waffeln in der Zeit noch hinkriegt. Ich glaube ja ehrlich nicht. Ach, wir können Lebensmittel einkaufen, stimmt. In der Stadt habe ich auch gesehen. Ne, ja, Grundbedürfnisse werden gerade erfüllt, mein Freund. Gerade erfüllt. Obwohl, da wir keine Dusche haben, Duschen heute früh ausfällt, aber ich denke mal, hygienetechnisch sieht es noch ganz vernünftig aus. Mal gucken, wie es am Ende des Tages aussieht. Aber erstmal musst du innerhalb der nächsten halben Stunde mit deinem Essen fertig sein, also mach ein bisschen hinne. Los. Schneller.
Boah, jetzt ist aber... Wie lange bleibt denn das da später? Sommerfest in der Stadt verbringe mit deinen Freunden lange Tage voll Freude in der warmen Sonne. Bring Appetit auf Hotdogs und Wassereis mit. Juhu, Sommerfest! Und Rollschuhlaufen. So. Na, dann beeil dich mal. Ich hoffe, dass die Fahrgemeinschaft nicht abhaut. Ja, ja, komm. Okay, Essen muss jetzt reichen. Lass erstmal den Teller stehen, ist egal. Stell hin, zieh dich um, Beeilung. Du musst zum Auto. Schneller, schneller! Jo, und wir sind kochen, Level 2. Interessantes Outfit, mein Freund. So, Abgang! Im Musterschrank entspannen, Wissenschaftskollegen treffen mit anderen Wissenschaftsfachsimpeln. Chef bei Forschung helfen. Okay, helfen wir dem Chef bei den Forschungen. Und jetzt, was machen wir jetzt den ganzen Tag? Ach, wir können ja gucken, wo er hinfährt, glaube ich. Muss nicht rennen, ist alles okay. So. Oh, klingt ja hochwissenschaftlich. Kann ich da reingucken? Nicht wirklich, oder? Nee. Dann können wir ja eigentlich mal kurz uns hier ein bisschen umgucken, oder? Ist ja doch ein bisschen laggy, muss ich sagen. Also da werde ich wohl doch noch ein, zwei Einstellungen ändern müssen. Also gerade wenn man jetzt rausgeht, ist natürlich echt nervig. Wie schnell geht denn jetzt der Tag um? Komm, schneller. Schneller, schneller, schneller. Feierabend ist 14:30, okay. Sehr schön. Nur saubere Abdampfschalen sind gute Abdampfschalen. Spüle die Schalen in deinem Inventar, um deine Jobleistung zu erhöhen. Oh. Yep. Arbeit. Sehr gut. Wir haben 200 und ein paar zerquetschte verdient. Das ist auch super. So, hat er die jetzt mit, diese komischen Schalen? Okay, dann würde ich sagen, sobald er wieder zu Hause ist, irgendwann hier wieder ankommt, müsste er jetzt gleich. Party! Okay, sehr gut. Na dann, mach mal die Abdampfschalen sauber. Bitte. Und dann haben wir hier... Rechnungen bezahlen. Was für Rechnungen denn bitte? Was hat er denn für Rechnungen? Oh, oh wow. Hast du jetzt echt den zusätzlichen Teller noch mitgenommen? Ich bin begeistert. Ich bin wirklich begeistert von dir. Das ist ja bombastisch. Ersten Arbeitstag vorbei und du hast sogar schon gelernt aufzuräumen, wenn du jetzt noch dein Bett machst. Oh, das können wir aber auch händisch machen. Bett machen. Vielleicht bringen wir ihm das mal bei. Kriegt er denn vielleicht auch mal so hin? So, okay. Die Schalen haben wir sauber gemacht. Perfekt. Ach, eins von... Oh. Aufräumen. 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 Und aufräumen. So. Wir wollen ja unsere Jobleistung verbessern. Wie sieht's denn überhaupt mit unserem Job jetzt gerade aus? Karriere. Laune. Naja. Gartenarbeit. Mhm. Auch nicht so pralle. In 18 Stunden geht's direkt weiter. Aber jetzt erstmal das Bett machen. Und gucken, wie es uns sonst so geht. Bisschen Hunger hat er. Ja, nee, jetzt erstmal nicht. Nein. Ich krieg das schon alles selber raus, danke. Die Stadt stellt Möglichkeiten, bla bla. Okay. Ja, jetzt kann er zum Beispiel hier gerade die 5 Schalen. So, jetzt hat er 2. Macht er die nicht nacheinander? Muss man auch noch alles händisch machen. So, das nächste. Und das nächste. Mal gucken, ob es jetzt so geht wenigstens. Wenn er wenigstens 2 hat. Und das. Und ich hoffe, dass er denn alle sauber gemacht hat. Wenn hier die Gefäße durch sind, mal gucken, was dann passiert. Total die Gelegenheit, yay. Ja komm, den letzten noch. Schaffst du. Ist doch gar nicht so schwer. Und wir könnten eigentlich mal...
das Diplom hier irgendwo an die Wand bringen. Genau. Wir sind ja stolze Besitzer eines Hochschuldiploms. So. Ja gut, das ist kein Problem. Unsere Laune sollte auch in 10 Stunden wieder etwas besser sein. Ein paar Simoleons haben wir verdient. Ein bisschen Geld muss man ausgeben für Rechnungen. Warum auch immer. Nee, das nicht. Ich möchte gerne, dass du das hier wieder zurückpackst. Sehr schön. Wie sieht's denn hier draußen erstmal mit unseren lieben, netten kleinen Gießen? Gießen. Gießen und Garten pflegen. So. Jetzt hat er erstmal ein bisschen zu tun. Was möchtest du? Ein neues Objekt? Bücherregal. Wir haben ein Bücherregal. Bist du jetzt durch schon? Okay. Nee, okay. Hat er anscheinend alles geschafft. Was ist dein Problem? Du hast keine Energie mehr. Nee, erstmal gibt's Abendessen. Und zwar heute gibt's einen Herbstsalat. Weil wir hier so gerade so schön Salatköpfe machen. Ich glaube aber Herbstsalat geht gar nicht. Weil wir ja die Salatköpfe hier draußen haben. Ist ja auch toll. Und seine orange Anzeige sagt mir, dass es wohl ihm gerade nicht so pralle geht. Nee, eher nicht. So. Ja, dann koch mal schön. Die Tage sind definitiv zu kurz. So, schön Essen machen, genau. Okay, und Essen bitte. Essen. So. Und nach dem Essen ein Bad nehmen. Ja, es ist blöd, dass du so blöd sitzen musst, oder? Ach doch, ist gemütlich. Plus 20 Laune. Das ist doch schon mal schön. Wenn es ihm dadurch besser geht. Was ist denn das? Ein Eiswagen? Okay. So, ich hoffe, es schmeckt dir, mein Freund. Ist lecker Herbstsalat. Da kann man noch nichts gegen sagen, oder? Okay, Hunger ist auf jeden Fall gleich weg. Ich hoffe, er räumt dann auch noch weg. Mal gucken. Oder stellst es einfach auf den Boden, wäre auch eine Option. Nein, er spült's ab. Yay! Sehr gut. Okay. Nach dem Baden müsste eigentlich noch eine Runde Computer spielen. Und dann ab ins Bettchen. Mal gucken, ob er das noch so lange hinkriegt. So einmal die Hygiene nach oben treiben. Sehr gut. Ich glaube, oh, die Energie. Gleich kippt er mir aus den Latschen. Na los. Mach schneller mit dem Baden. Ja, ja, du bist sauber. Komm, raus. Raus! Schon wieder um 9 hier. Was? Wie dunkel. Ja, okay, du kriegst noch Licht, keine Panik. Kommt noch. Ja, ich weiß, dass du müde bist. Spiel trotzdem Computerspiele, dabei wird man wieder wach, glaub mir. Das Internet hält einen wach. Immer. So. Ja, langsam aber sicher kommt die Laune wieder in einen vernünftigen Bereich. Ein Glück aber auch. So. Und schlafen. Wie lange hält er noch durch? Nicht mehr so lange. Okay, und... Na? Eine schöne Zeit haben. Hey, hey. Ja, es bringt uns natürlich in der Nacht relativ wenig, eine schöne Zeit zu haben. Aber ich glaube, das reicht jetzt. So, komm. Klo, Bett. So, und ich werde mich für meinen Teil schon mal bei euch verabschieden. Den ersten Tag haben wir wohl überlebt. Ein bisschen was haben wir auch gelernt. Wir waren auch schon arbeiten. Und wir haben das Klo verstopft, verdammt. Egal, geh erstmal ins Bett. Alles schick, alles gut. Wir hatten ja eine ganze Menge Spaß dabei. Und ich hoffe, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo es an dieser Stelle weitergeht. Bis dann, tschüss.